die Staatsregierung verletzt mit dem neuen Polizeiaufgabengesetz die Balance von Freiheit und Sicherheit. Für einen vermeintlichen Gewinn an Sicherheit schränkt sie die Freiheitsrechte eines jeden Bürgers und einer jeden Bürgerin in unserem Land ein. Die Polizei kann mit diesem Aufgabengesetz viel früher weitreichende Maßnahmen ergreifen als bisher. Bereits wenn eine Gefahr droht, nicht erst wenn eine konkrete Gefahr vorliegt. Es ist aber völlig unklar, wann eine drohende Gefahr vorliegt. Dies klarzustellen versäumt die bayerische Staatsregierung in der Gesetzgebung, und damit liegt auch ein Verstoß gegen das Gebot der Bestimmtheit und der Normenklarheit aus unserer Sicht vor. Die Eingriffsschwelle wird weit herabgesenkt und bereits im Vorfeld vermuteter Straftaten verankert. Eine Reihe von Einzelmaßnahmen greift in die Grundrechte der Bürger ein. Betroffen ist prinzipiell jedermann. Die Polizei darf viel früher als bisher Telefon, E-Mail, Online-Aktivitäten und Post überwachen und durchsuchen. Sie darf viel früher als bisher Vorladungen zwangsweise durchsetzen, Sachen sicherstellen, besondere Mittel bei der Datenerhebung verwenden, Erkennungssysteme einsetzen, Kommunikationsverbindungen unterbrechen, verhindern oder entziehen. Das alles halten wir für so bedenklich, dass wir beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof wie auch beim Verfassungsgericht in Karlsruhe vorstellig sind, und wir sind guter Hoffnung, dass wir hier auch erfolgreich sein werden. Es wäre nicht das erste Mal, dass wir die Staatsregierung bei einem Projekt entsprechend aufhalten können, das verfassungswidrig ist. Wir brauchen mehr Personal, und hier haben die bayerischen Polizistinnen und Polizisten unsere volle Rückendeckung. Wir wollen auf diesem Wege der inneren Sicherheit bei uns im Freistaat Genüge tun. Mit mehr Überwachung in dem dargestellten Sinne heute ist der inneren Sicherheit auch keinen Gefallen getan.